Guten Tag und herzlich willkommen bei rentenfernsehen.de. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von den Grünen. Sie sind rentenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen bei Rentenfernsehen. Herzlich willkommen. Herr Strengmann-Kuhn, wenn ich an die Rentenpolitik denke, fallen mir viele Parteien ein, aber nicht unbedingt die Grünen. Wahrscheinlich habe ich in der letzten Zeit Sie noch nicht so richtig wahrgenommen in rentenpolitischen Fragen. Können Sie mal kurz unseren Zuschauern sich selber vorstellen und auch so die Kernpunkte grüner Rentenpolitik? Also ich persönlich bin jetzt seit gut 3 Jahren im Bundestag, bin 2008 nachgerückt und ich beschäftige mich schon lange mit der Rente. Ich habe schon meine Diplomarbeit dazu geschrieben vor 20 Jahren. Ökonomische Auswirkungen einer Mindestrente, also top aktuell, ja, wenn das so sehr gibt, gut. Aber damals ein theoretisches Modell. Ja. Jetzt bin ich da in der politischen Praxis, ja. Habe dann im Bereich soziale Sicherung promoviert und habilitiert, im Wesentlichen zum Thema Armut, aber habe auch immer Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte auch zum Thema Alterssicherung und Rente gehabt und bin, wie gesagt, jetzt seit 2008 im Bundestag und seit der Bundestagswahl bin ich rentenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Also jetzt seit knapp 2 Jahren. Ja. Aktuell im Deutschen Bundestag ist ja von Ursula von der Leyen das Modell der sogenannten Zuschussrente eingeführt worden. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag? Hat seine positiven und seine negativen Seiten. Wir haben ein eigenes Konzept, das nennt sich Garantierente. Dockt ein bisschen an dem Rentensystem in Schweden. Die nennen ihre Mindestrente da auch Garantierente, weil es halt ein Mindestniveau garantiert. Die Ähnlichkeiten liegen darin, dass bei Renteneintritt überprüft wird, ob genügend Rentenansprüche vorhanden sind und wenn nicht, dann gibt es eine Aufstockung auf irgendeinen bestimmten Betrag. Was wir aber mächtig kritisieren an dem Vorschlag von von der Leyen ist, dass die Zugangshürden so hoch ist, dass fast niemand diese Zuschussrente in Anspruch nehmen wird. Man muss 45 Jahre an Versicherungsjahren haben, davon 35 Jahren an sogenannten Beitragsjahren, also bei Phasen, in denen tatsächlich Beiträge gezahlt worden sind. Das ist also Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und Pflege unter bestimmten Bedingungen. Und zusätzlich braucht man noch 10 andere Versicherungsjahre. Und es sind jetzt schon nicht so viele Menschen, die das erreichen. Und meine Einschätzung ist die, dass in Zukunft das noch weniger Menschen sein werden. Die Höhe 850 Euro ist eine, die aus unserer Sicht durchaus angemessen ist. Unser Vorschlag einer Garantierente würde bei einer ähnlichen Größenordnung landen. Es gibt noch ein Problem, dass bei der Zuschussrente eigene Ansprüche vollständig angerechnet werden. Es ist also völlig unabhängig, ob jemand 400, 500 oder 600 Euro selbst an eigenen Rentenansprüchen hat. Es wird immer auf diese 850 Euro aufgestockt. Das kann einerseits als ungerecht empfunden werden. Andererseits führt es aber auch dazu, dass die Akzeptanz, Beiträge dann zu zahlen, auch sinkt. Das ist in Schweden beispielsweise dann anders gelöst, weil da die eigenen Ansprüche, sowohl gesetzliche Rente als auch die Riester-Rente, nicht voll angerechnet wird, sodass jeden Euro, den man selber vorgesorgt hat, dann auch zu einer höheren Rente führt. Das wären zwei Dinge, die unbedingt geändert werden müssen. Also diese Hürden müssten abgebaut werden und eigene Ansprüche müssten zusätzlich auch was wert sein. Ein dritter Punkt noch ist, von der Leyen schlägt vor, das nur für die Neurentnerinnen und Neurentner zu machen. Dadurch ist die Gruppe dann nochmal sehr viel kleiner. Sie spricht selbst von 15.000 Berechtigten. Aber es gibt jetzt schon Altersarmut. Und auch da müsste man was machen. Deswegen schlagen wir vor, dass es diese Garantierente schon sofort gibt. Unser Modell dockt an das sogenannte 30-30-Modell von Professor Hauser von der Universität Frankfurt. 30-30 heißt 30 Versicherungsjahre und dann nicht differenziert zwischen Beitragsjahren und sonstigen Versicherungsjahren. Und die andere 30 bedeutet 30 Entgeltpunkte. Damit ist dann auch klar, das bleibt nicht dieser eine Betrag, die nächsten 20 Jahre gleich, sondern das entwickelt sich mit der Lohnentwicklung. 30 Entgeltpunkte sind zurzeit 824 Euro und wahrscheinlich dann 2013, wenn diese Zuschussrente eingeführt wird, auch in der Größenordnung von 850 Euro. Deswegen komme ich darauf, dass die Höhe der
Mindestrente da kein Problem für uns darstellt. Wir haben ja heute schon das Modell der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter, auf die bislang, so ist zumindest der Weg, die eigenen Einkünfte im Alter angerechnet werden, also sprich die gesetzliche Rente. Mhm. Und das hat dann das ARD-Magazin Monitor im Jahr 2008 überraschenderweise festgestellt, auch die Riester-Rente. Mhm. Brauchen wir wirklich diese Zuschussrente oder könnten wir nicht quasi schon in dem bestehenden Modell der Grundsicherung hingehen und Modifikationen vornehmen, so wie es beispielsweise die Gewerkschaften gefordert haben, zu sagen, man soll bei der Anspruchsprüfung Grundsicherung einfach die Leistungen aus einem Riester-Rentenvertrag raushalten? Mhm. Wäre auch ein möglicher Weg, hat aber ein paar Pferdefüße. Mhm. Grundsicherungsanspruch. Da steckt immer noch das alte Fürsorgesystem hinter Sozialhilfebezug. Menschen, die Grundsicherung beziehen, sind stigmatisiert, mhm, oder fühlen sich zumindest so ähnlich wie Hartz-IV-Empfänger. Diese, ja, Grundsicherung ist sozusagen sowas wie Hartz-IV für Ältere. Und es wird nicht nur die Riester-Rente und die eigene Rente voll drauf angerechnet, sondern auch alle sonstigen Einkommen, die man hat, alle Vermögenseinkommen. Aber, mhm, auch wenn jemand als Rentner noch erwerbstätig ist, wird das auch vollständig drauf angerechnet und man muss sein ganzes Vermögen erstmal aufbauen. Mhm. Ein sehr, sehr kleines Schonvermögen, deutlich geringer als auch bei Hartz IV, was erstmal aufgebraucht werden muss, und allein das Antragsverfahren ist wieder kompliziert, das schreckt auch viele Leute ab. Deswegen beziehen nur in Anführungszeichen 400.000 Menschen, mhm, diese Grundsicherung im Alter, obwohl die Altersarmut wesentlich höher ist. Also, mhm, da ist insbesondere im Alter ist die Dunkelziffer besonders groß. Deswegen ist sowas wie diese Zuschussrente oder eine Garantierente, wie wir sie fordern, mhm, besser, weil das wird von der Rentenversicherung administriert und die prüft, ob jemand berechtigt ist oder nicht, und zahlt dann automatisch diesen Zuschuss, mhm, aus. Bei der Frage dieser Garantierente versteckt sich natürlich auch erstmal eine grundsätzliche Frage dahinter, so nach dem Motto, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass jemand im Alter von seiner eigenen Rente nicht leben kann? Wenn man sich jetzt die Entwicklung der Rentenversicherung aus den letzten Jahren anschaut, es gibt also beispielsweise so eine Chronik der Gesetzgebungsverfahren, die man bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, aber auch bei der Arbeitnehmerkammer Bremen einsehen kann, dann sieht man immer, dass im Laufe der Jahre immer wieder Stellschrauben gedreht wurden, wo Ansprüche gekürzt worden sind. Also ich denke beispielsweise an den Umfang der Bewertung von Anrechnungszeiten wegen Schul- oder Studienbesuch. Ich denke an die nicht mehr besser Bewertung der ersten 5 Jahre als Pflichtbeiträge für Berufsausbildung. Diese Pauschale wurde gestrichen. Jetzt muss man tatsächlich beweisen, dass man eine Lehre hat. Oder ich denke auch an die Behandlung von Zeiten, wo man Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV, bezogen hat. Das war bei der Einführung zunächst ein Pflichtbeitrag mit einem unterstellten Einkommen von 400 Euro, dann 205. Und jetzt aktuell haben wir die Lage, dass diese Zeit Arbeitslosengeld II-Bezug lediglich eine Anrechnungszeit ist, die aber nicht bewertet ist. Also wundert man sich jetzt quasi über das, dass das, was man in der ganzen Zeit jetzt an der Rentenversicherung rumgeschraubt hat, dass man jetzt die Auswirkungen sieht und sagt, jetzt muss ich mit der Garantierente da wieder gegensteuern? Ich fange mal gerade kurz mit dem letzten an, mit den Beiträgen fürs Arbeitslosengeld, mhm, II. Das war tatsächlich ein Fortschritt bei Rot-Grün, bei den Hartz-IV-Regelungen. Das war früher bei der Sozialhilfe nicht. Da, mhm, wurden keine Beiträge gezahlt. Und das ist dann erstmal unter der Großen Koalition reduziert worden, von 400 auf 200 Euro als Bemessungsgrundlage, und jetzt ganz, mhm, gestrichen worden. Das ganz gestrichen ist problematisch, weil Leute dann nicht nur aus der Rentenversicherung rausfallen, sondern auch aus der Erwerbsminderungsschutz, Rehabilitationsleistung, mhm, und jetzt zusätzlich dann nach den Regelungen von der von der Leyen für die Zuschussrente dann auch aus den Bedingungen für die Zuschussrente, weil da zählt es dann nicht, mhm, zu den 30 Jahren oder 35 Jahren Beitragszeiten. Beim Arbeitslosengeld I werden Beiträge gezahlt, im Arbeitslosengeld II jetzt nicht mehr. Mhm. Das heißt, da wird auch nochmal zwischen guten und schlechten Arbeitslosen unterschieden. Da wäre unsere Forderung, dass man wieder Beiträge zahlen muss. Aber nun zu dem gesamten Komplex. Da muss man ein kleines bisschen ausholen. Ende der 80er Jahre gab es Prognosen, dass, wenn man nichts verändert, der Rentenbeitrag auf über 35% ansteigen wird bis 2030, und damals hat die Politik schon in einzelnen Schritten darauf reagiert. Dann gab es, mhm, eine erste große Rentenreform 1992, oder Beginn 1992, ist Ende der 80er Jahre verabschiedet worden, wo von der Bruttolohnanpassung auf die Nettolohnanpassung umgestiegen worden, mhm, ist, mit dem Ziel, den Beitragssatzanstieg
halt zu bremsen. Und dann gab es diese zusätzlichen kleineren Maßnahmen, alle eigentlich mit dem gleichen Ziel, den Beitragssatzanstieg zu bremsen. Bis hin zu den rot-grünen Reformen, demografischer Faktor ursprünglich und dann Nachhaltigkeitsfaktor, den wir dann eingeführt haben, wo eigentlich die Zielsetzung ist, den Beitragssatz einigermaßen konstant zu halten, was eigentlich auch ein Systemwandel ist, weil halt nicht mehr die Rentenhöhe das Entscheidende ist, sondern die Beitragssatzhöhe. Ja. Das hat aber, wie gesagt, durchaus seinen Sinn gehabt, weil 36% Beiträge für die Rentenversicherung will niemand zahlen. Das ist ja über ein Drittel des gesamten Einkommens. Und ich habe so den Eindruck, dass so bei 20% so eine gewisse psychologische Schwelle in der Bevölkerung liegt, die Menschen dann problematisch finden. Deswegen dieses Ziel, diese Zielsetzung, so bei 20-22% zu verbleiben und deswegen diese ganzen Maßnahmen, die dann natürlich dafür sorgen, dass auf der anderen Seite das Rentenniveau sinkt. War aber, wie gesagt, bewusst. Was aber ein Fehler war bei den Reformen, ist, dass man nicht gleich dann gesagt hat, gut, wenn wir das Rentenniveau senken, dann müssen wir aber auch ein Mindestniveau einführen, um Altersarmut zu verhindern. Eigentlich war das auch vor 10 Jahren schon klar, dass diese ganzen Reformen zu einer steigenden Altersarmut führen. Deswegen war meine Forderung damals auch schon, nicht nur eine Grundsicherung im Alter einzuführen, sondern direkt dann auch eine Mindestrente zu machen. Die Schweden haben das sehr viel intelligenter gemacht. Die haben erstens viel früher angefangen mit der Diskussion und haben dann in den 90er Jahren ein auf sich abgestimmtes Rentensystem entwickelt. Mhm. Die haben es mit dem Beitragssatz sogar so gesagt, dass sie einfach sagen, der beträgt 18,5%, Punkt, für alle Zeiten. Ja. Und die Rente ergibt sich dann aus dem, was man eingezahlt hat und hat nicht diese komplizierten Verfahren wie wir mit Nachhaltigkeitsfaktor und dann hier an der Stellschraube drehen und da an der Stellschraube, um diesen Beitragssatz einzuhalten, und die haben einfach festgesetzt. Und haben aber gleichzeitig gesagt, dadurch ist aber nicht klar, was am Ende rauskommt bei der Rente, und wir machen steuerfinanziert eine Ergänzung als Garantierente, dass so ein Mindestniveau garantiert wird. Okay. Ein dritter Punkt, der vielleicht, kommen wir vielleicht auch noch drauf, in dieses System haben sie dann auch eine Kapitaldeckung eingeführt, und zwar eine verpflichtende für alle. Dieser Beitragssatz von 18,5% besteht aus 16% für eine umlagefinanzierte Rente, also im Prinzip die gesetzliche Rentenversicherung, wie wir die haben. Und 2,5% muss jeder privat vorsorgen, wobei es da ein bisschen transparenter ist bei uns als bei uns. Es wird über ein staatliches Amt organisiert. Es gibt einen Katalog von mehreren 100 Anlagemöglichkeiten, aus denen man sich dann was aussuchen kann, und diejenigen, die das nicht wollen oder nicht in der Lage sind, Anlagen fürs Alter zu durchschauen, für die gibt es einen Standardfonds des Staates. Das scheint mir ein interessantes Modell zu sein. Wir hatten in dem Interview mit Walter Riester genau die Frage diskutiert, warum ist denn die Riester-Rente, wenn sie denn notwendig ist, und das scheint ja im politischen Raum ja die Notwendigkeit als solches entdeckt worden zu sein, wenn denn so eine zusätzliche kapitalgedecktes System notwendig ist, warum ist es dann nicht verpflichtend, obligatorisch? Riester sagte, seinerzeit wäre das im politischen Raum zwar angedacht, aber letztendlich nicht durchsetzbar gewesen, so nach dem Motto, man braucht Mehrheiten. Und aktuell hat sich Ursula von der Leyen auch zu der Frage des Obligatoriums geäußert, zur Riester-Rente in ihrem Interview mit der Zeit. Und da hat sie auch gesagt, sie möchte es nicht. Mhm. Aber wenn man sich jetzt bestimmte Rentenhöhen anschaut, müsste man sich da nicht doch das Obligatorium wünschen? Also es war damals so, dass das in der Tat angedacht war. Ich weiß das, weil mein damaliger Doktorvater war Berater von Riester. Mhm. Und es war angedacht, das verpflichtend zu machen. Und man kann das auf den Punkt bringen. Es war die Bild-Zeitung, die damals getitelt hat, Zwangsrente. Und das kam dann im politischen Raum nicht mehr nicht gut an, sodass das nicht mehr durchsetzbar war. Aus wissenschaftlicher Sicht, aus fachlicher Sicht, wäre das eigentlich durchaus angebracht gewesen, das obligatorisch zu machen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist ja auch obligatorisch. Da spricht keiner von Zwangsrente, zumindest nicht negativ. Und insofern wäre das durchaus sinnvoll gewesen. Nachteil war dann auch noch, um dann die entsprechenden Quoten hinzukriegen, dass Leute dann auch Riester gemacht haben, wurden Unmengen von Fördermitteln ausgeschüttet. Das hätte man bei so einer Zwangs-
obligatorischen Rente gar nicht gebraucht, zumindest nicht in dem Maß. Man hätte natürlich im unteren Einkommensbereich gezielter steuern müssen. Die Frage ist jetzt nun, wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt haben wir dieses System, das jetzt verpflichtend zu machen, ist politisch immer noch schwierig. Ich habe da gewisse Sympathien für, kriege aber auch in Einzelgesprächen mit, dass es da Widerstände gibt. Deswegen muss man auf andere Wege schauen, dass es aber möglichst flächendeckend tatsächlich jetzt passiert. Mhm. Das mit von der Leyen ist allerdings lustig, weil sie hat quasi mit ihrer Zuschussrente quasi so eine Verpflichtung durch die Hintertür eingeführt, weil sie sagt ja, man muss 35 Jahre geriestert haben am Endpunkt 2046, fängt jetzt erstmal mit 5 Jahren an, sodass man diese Zuschussrente nur dann bekommt, wenn man geriestert hat. Und das ist zumindest im unteren Einkommensbereich nichts anderes als eine Verpflichtung. Hinzu kommt, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, wenn man es dann macht, kriegt man es am Ende wieder abgenommen. Also es ist irgendwie ziemlich absurd, dieses System, was sie sich ausgedacht hat, aber es ist so ein bisschen eine Verpflichtung durch die Hintertür. Wenn man uns mal die unteren Einkommen noch mal etwas genauer betrachtet, eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen in Deutschland sind in sogenannten Minijobs beschäftigt, also Beschäftigungsverhältnisse bis 400 Euro. Die Regelungen im Sozialgesetzbuch sind so, dass ein Minijob automatisch versicherungsfrei ist. Das heißt, man zahlt keine Beiträge in die Rentenkasse ein und nur durch ein, ich sag mal, eher bürokratisches Verfahren, dann wenn der Minijobber hingeht und eine schriftliche Erklärung gegenüber seinem Arbeitgeber abgibt, erst dann darf er für diesen Minijob auch Pflichtbeiträge zahlen. Es müsste so sein, dass der Arbeitgeber den Minijobber auch darüber informiert, und ich behaupte einfach mal, der Gastwirt um die Ecke kennt gerade das Nachweisgesetz nicht und wird auch solche Formalien überhaupt nicht kennen und auch nicht einhalten. Sind Sie mit der bestehenden Regelung über die 400 Euro, mit den 400-Euro-Jobs, sind Sie damit glücklich? Nein, überhaupt nicht. Also ich halte das für einen völligen Fehler, zu sagen, dass Minijobs nicht rentenversicherungspflichtig sind. Es gibt jetzt über 6 Millionen Menschen, die so einen Minijob haben, und die müssen rentenversicherungspflichtig sein, wie jede andere Beschäftigung auch. Wir würden da ja sogar noch weitergehen als Grüne und sagen, wir wollen eine Bürgerversicherung, wo auch Selbstständige und andere mit einbezogen werden. Aber gerade bei den Minijobs ist das in der Tat so, dass sie halt dadurch halt keine ausreichende Renten kriegen, und auch bei dieser Zuschussrente fallen sie dann ja auch wieder raus. Insofern wäre das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, das muss man wieder rückgängig machen und die Minijobs müssen wieder rentenversicherungspflichtig werden. Sie haben das Stichwort Bürgerversicherung genannt. Es gibt eine Gruppe, die, wie soll ich sagen, recht komisch behandelt wird von der Rentenversicherung, nämlich die Gruppe der Selbstständigen. Wenn man mal das Sozialgesetzbuch 6 aufschlägt, dann direkt im Paragraphen 2 gibt es einen kleinen Katalog von bestimmten Selbstständigen, die rentenversicherungspflichtig sind. Also beispielsweise der Handwerker, also der Friseurmeister oder der Metzgermeister. Aber andere Selbstständige, die fallen eben nicht unter den, wie sagt man heute immer so schön, Schutzschirm der Rentenversicherung, wenn ich also jetzt beispielsweise an Gastwirte denke. Ist diese unterschiedliche Behandlung von selbstständiger Tätigkeit geschickt gelöst? Nein, überhaupt nicht. Also das ist was typisch Gewachsenes in unserem Sozialsystem, was es ja schon seit 120 Jahren, seit Bismarck gibt. Und da gibt es einige merkwürdige Eigenheiten. Und das mit den Selbstständigen gehört da definitiv dazu. Lehrer oder Lehrende, die selbstständig tätig sind, das ist nochmal eine ganz besondere Gruppe, wo es dann ganz merkwürdige Regeln gibt, ab wann die dann rentenversicherungspflichtig sind und ab wann nicht. Und diese unterschiedlichen Gruppen von Selbstständigen werden dann auch noch unterschiedlich behandelt. Wir finden, man Selbstständige insgesamt in die Rentenversicherung integriert werden müssten und dass es dann eine einheitliche Regelung geben müsste. Und auch diese sogenannten Versorgungswerke, das ist ja auch nochmal was nebendran steht, neben der Rentenversicherung, auch die müssten integriert werden. Das ist alles technisch nicht so ganz einfach, aber die Zielsetzung müsste sein, dass Selbstständige genauso abgesichert sind wie abhängig Beschäftigte. Es ist ja auch zunehmend so, dass die Grenze da fließend wird. Es gibt Selbstständige, bei denen ist das nicht so ganz klar, sind die jetzt selbstständig oder abhängig beschäftigt, die sogenannten Scheinselbstständigen. Viele haben dann nur einen Arbeitgeber oder vielleicht noch einen weiteren zusätzlich. Es gibt ja auch diese Outsourcing-Maßnahmen, dass jemand, der früher eine abhängig beschäftigte Tätigkeit gemacht hat, das dann auf einmal selbstständig macht, wo der Arbeitgeber sich dann den Rentenversicherungs- oder die Sozialversicherungsbeiträge spart. Da brauchen wir definitiv
eine Lösung. Hm. Sagt übrigens auch die von der Leyen jetzt bei ihrem Regierungsdialog, aber auch die Regierung hat da keinen konkreten Vorschlag bisher. Okay, also ist dieses Thema auf jeden Fall im Fluss. Es ist auf der Agenda und meines Erachtens brauchen wir dringend Lösungen, weil es ist heute schon so, dass es eine große Gruppe, größer werdende Gruppe gibt von Selbstständigen, die schon im Erwerbsleben von Armut bedroht ist. Ich habe meine Doktorarbeit über Armut trotz Erwerbstätigkeit geschrieben und ein Ergebnis war, dass Selbstständige ein höheres Armutsrisiko haben als abhängig Beschäftigte. Und das sind natürlich die Altersarmen von morgen. Ja. Und viele davon können sich es gar nicht leisten, irgendwie privat vorzusorgen. Also wir verabschieden uns ja auch so langsam von dem Bild, dass Selbstständige dann Unternehmer sind, die ein großes Vermögen haben und dann selbst vorsorgen können. Die gibt es natürlich auch immer noch, aber es gibt zunehmend halt Selbstständige, die das nicht können. Alle die, die jetzt in der Rentenversicherung sind, die Selbstständigen, die Arbeitnehmer, die, wie soll man es jetzt sagen, die dürfen jetzt alle länger arbeiten, nämlich demnächst bis 67 Jahre. Wenn man am Stammtisch sitzt und ein Bierchen trinkt mit den Kumpels, findet man keinen, der sagt, das ist richtig. Und auch am Kaffeekränzchen werden Sie keinen finden, der vor Begeisterung die Hände zusammenschlägt. Warum ist die Rente mit 67 nötig? Also ich kenne tatsächlich niemanden, der sagt, ich will bis 67 arbeiten. Exakt bis 67. Es gibt Leute, die sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich höre doch nicht mit 67 auf, ich will noch länger arbeiten. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich kann überhaupt nicht bis 67 arbeiten, das ist völlig verrückt, ich kann nicht mal bis 65 arbeiten. Es geht ja um die Regelaltersgrenze, und zwar die Regelaltersgrenze im Jahr 2031. Das ist also noch ein bisschen hin. Wir werden in 20 Jahren eine ganz andere Situation haben. Wenn man jetzt 20 Jahre zurückguckt, dann stellt man auch fest, die Lebenserwartung ist gestiegen, die Älteren werden auch gesünder. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, dann auch länger zu arbeiten. Das alles wohlgemerkt im Durchschnitt. Und das kann man für die Rentenversicherung nutzen. Für mich ist das eine wichtige Stellschraube, um die Finanzierung der Rente nachhaltig zu gestalten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es meines Erachtens aber auch durchaus im Sinne von vielen Menschen. Wenn man nämlich danach fragt, dann stellt man nämlich fest, dass viele auch gerne länger arbeiten wollen würden, wenn denn die Arbeitsbedingungen so wären, wenn sie einen Arbeitsplatz bekommen würden, weil Arbeit ist für viele auch Teilhabe. Und es gibt ganz interessante Untersuchungen über früh verrentete Menschen und deren Befindlichkeiten. Da stellt man fest, dass kurzfristig deren Wohlbefinden besser ist, aber nach ein paar Jahren das unter das Niveau sinkt, das jemand hat, der durchgängig weitergearbeitet hat. Das heißt also, es wäre für Menschen durchaus wichtig, am Erwerbsleben beteiligt zu sein, aber die Bedingungen müssen stimmen. Das heißt, Arbeitsbedingungen schon ganz früh müssen geändert werden, damit man so lange arbeiten kann. Ja. Was aber machbar ist und was man machen muss, ist, man muss fließende Übergänge schaffen, dass Leute halt ab 60 weniger arbeiten und schon mal eine Teilrente beziehen und dann vielleicht aber auch bis 67 oder noch länger arbeiten. An bei dieser Rentenproblematik, Rente mit 67, ich denke zunächst mal an die, die noch Arbeit haben. Haben da nicht auch die Arbeitgeber eine Bringschuld, indem sie dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass ich mich auch tatsächlich bis 67, ich sag mal, am Schreibtisch halten? Gehen wir mal davon aus, wer einen Schreibtischjob hat, da ist es trocken, da warm, es regnet nicht rein, da wird man sich wahrscheinlich bis 67 halten können, aber ich sag mal so, im Handwerk oder in der Industrie sieht die ganze Sache anders aus. Müssen die Arbeitgeber nicht dann doch noch, sag ich mal, jetzt tätig werden? Ja, unbedingt. Also das ist auch nochmal was, wo wir als Politik nachlegen müssen und mehr Druck machen auf die Unternehmer. Ich selbst habe vor ein paar Jahren noch gedacht, dass da sozusagen die Marktkräfte wirken, weil langfristig ist das für die Unternehmen unbedingt notwendig, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zu beschäftigen. Die Unternehmen klagen ja jetzt auch über den Fachkräftemangel, der dann irgendwann droht. Sie machen aber nichts. Also weder bilden sie vernünftig aus, noch sorgen sie dafür, dass Ältere länger arbeiten können. Und das gilt übrigens auch für Schreibtischjobs. Also Rücken ist ja eine Volkskrankheit geworden, um mit Horst Schlemmer zu reden. Ja. Ne? Und auch viele Frauensekretärinnen
können halt dann auch nicht mehr ja. Länger arbeiten und da müssen die Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessert werden. Das ist ein wesentlicher Punkt, der geändert werden muss. Was wir auch erleben, ist, dass ältere Arbeitnehmer, ich sag mal jenseits der 50, wie soll ich sagen, äußerst schwierig einen Job finden, wenn denn überhaupt. Müssen die Arbeitgeber sich nicht auch trauen, jemanden mit grauem Haar einzustellen? Unbedingt. Auch da gilt das Gleiche. Da ist das Gejammer der Unternehmen groß. Mhm. Und wenn man sich die Praxis anguckt, sieht es schlecht aus. Also wenn man sich die Statistiken genauer anguckt, dann stellt man fest, dass Ältere ein bisschen weniger entlassen werden als früher. Mhm. Also da wissen sie dann die erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmen haben, mittlerweile zu schätzen. Aber Ältere werden nicht eingestellt. Das heißt, wenn man mal arbeitslos wird mit höherem Alter, 50 ist ja gar nicht so ein hohes Alter, dann ist es tatsächlich schwierig, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Da sind in der Tat die Unternehmen auch gefordert. Und die positiven Beispiele, die es gibt, da gibt es einige, die das machen, fahren damit eigentlich auch ganz gut. Mhm. Also das, was man Diversifizierung nennt in der Betriebswirtschaft, also Menschen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Qualifikation einzusetzen, was produktiv wirkt, das gilt, wie gesagt, auch für eine vernünftige Mischung aus alten und jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn ich jetzt nochmal an die Leute zurückdenke, die am Stammtisch sitzen und beim Kaffeekränzchen und über die Rente mit 67 schimpfen, welche Bringschuld haben die denn? Auch da ist das so, oder mal von dem Stammtisch abgesehen, aber es ist nicht nur eine Aufgabe der Unternehmen, daran zu denken, dass man länger arbeiten kann, will, muss, sondern auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich überlegen, mit Mitte 40, Anfang 50, kann ich den Job, den ich jetzt habe, noch 15 bis 20 Jahre weitermachen? Mhm. Oder ist es nicht jetzt an der Zeit, nochmal was anderes zu machen? Der berühmte Dachdecker, der kann sowieso nicht bis 65 arbeiten, schon jetzt nicht. Mhm. Der muss mit 50 sich überlegen, gut, was mache ich denn ab 55 oder ab 60? Und da gibt es auch eine gewisse Hohlschuld von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu sagen, gut, jetzt bilde ich mich aber nochmal weiter. Aber auch da stimmen dann häufig die Rahmenbedingungen nicht. Mhm. Da muss ja dann auch der Arbeitgeber mit spielen und auch die politischen Rahmenbedingungen müssen da stimmen. Wir haben da als eine Forderung sowas wie ein Erwachsenen-BAföG, dass man noch mit höherem Alter sich nochmal weiterqualifiziert. Mhm. Aktuell geistert durch die Presse die Horrorzahl Rente mit 69. Ist es eine Zeitungsente oder ist es tatsächlich eine Überlegung? Also ich halte das für Unsinn, jetzt über die Rente mit 69 zu reden. Ich habe gesagt, Rente mit 67, da geht es ums Jahr 2031. Mhm. Und das müssen wir erstmal hinkriegen. Ich habe gesagt, das ist sinnvoll vor dem finanziellen Hintergrund, aber da müssen viele Stellschrauben noch gedreht werden und geguckt werden, wie viele haben denn tatsächlich eine Rentenkürzung und für wie viele ist es denn positiv. Wenn man den Durchschnitt nimmt, führt es dazu, dass die Beiträge sinken und das allgemeine Rentenniveau steigt. Aber es sind ausgerechnet die Schwächsten, die Nachteile erleiden und damit müssen wir jetzt erstmal umgehen und die Arbeitsbedingungen verbessern, was dann 2035 ist. Wenn dann alle gesund sind und alle wollen dann bis 70 arbeiten, dann kann man die Diskussion nochmal führen. Aber jetzt schon über die Rente mit 69 im Jahr 2050 zu reden, ist Humbug. Okay. Wenn man es denn dann geschafft hat, in die Rente zu kommen, dann kommt es ganz entscheidend darauf an, wo man hier in Deutschland wohnt. Denn in Westdeutschland sind die Renten noch höher als in Ostdeutschland und wir feiern jetzt im Oktober diesen Jahres 21 Jahre Wiedervereinigung. Wird es ja nicht langsam mal Zeit, die Renten in Ost und West auch gleich zu berechnen? Das ist falsch. Die Renten im Osten sind höher. Aber nichtsdestotrotz fühlen sich die Ostrentner benachteiligt. Mhm. Es gibt da ein ganz kompliziertes, merkwürdiges System. Eigentlich haben wir noch bei der Rente zwei getrennte deutsche Staaten. Mhm. Sowohl die Ermittlung der sogenannten Entgeltpunkte, die man also im Lebensverlauf ansammelt, ist unterschiedlich, als auch dann die Bewertung dieser Entgeltpunkte, wenn man dann in die Rente geht. Mhm. Und wenn Sie sagen, die Rente im Osten ist geringer als im Westen, dann sind es diese Bewertung dieser Entgeltpunkte. Mhm. Im Westen zählt ein Entgeltpunkt 27,47 Euro und im Osten sind es nur 23 Euro und ein paar zerquetschte, sind also über 3 Euro
Unterschied. Und das ist das, was die Menschen in Ostdeutschland wütend macht, mhm. weil es da so eine große Differenz gibt. Das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch stigmatisierend. Auf der anderen Seite ist bei der Berechnung dieser Entgeltpunkte wird auch ein Unterschied zwischen Osten und Westen gemacht. Und da sozusagen der Osten bevorteilt, was in den 90er Jahren durchaus Sinn gemacht hat, weil da flächendeckend die Menschen weniger Geld gekriegt haben als im Westen. Und das wurde halt dann ausgeglichen. Im Endeffekt ist es so, dass mittlerweile sich beide Effekte einigermaßen ausgleichen. Mhm. Also insgesamt ist um 30 Cent das, glaube ich, unterschiedlich, wenn man diese beiden Gewichtungsfaktoren aufhebt. Und zwar so, dass es im Osten ein bisschen höher ist als im Westen. Das heißt also, wenn man das jetzt auf einen Schlag gleichstellen würde, gibt es eine kleine Benachteiligung für den Osten. Die Renten im Osten sind deswegen insgesamt etwas höher, weil jetzt noch die alten DDR-Erwerbsbiografien zählen. Mhm. Und das waren in der Regel durchgängige Erwerbsbiografien, insbesondere bei den Frauen, die bei uns häufig in Altersarmut fallen oder geringe Renten haben. Und die Frauen haben deutlich höhere Renten als im Westen. Bei den Männern sieht das nochmal anders aus. Das wird sich aber in naher Zukunft schon ändern. Ist auch jetzt schon in den Daten zu sehen, dass die Renten im Osten stürzen regelrecht ab, weil jetzt so langsam die Erwerbsbiografien mit langer Arbeitslosigkeit kommen. Da muss man also über andere Maßnahmen nochmal nachdenken, Garantierente, Zuschussrente, was weiß ich. Aber diese Zweiteilung, finde ich, sollte man möglichst schnell aufgeben. Ich sagte, wenn man beides aufgibt, dann sind das nur noch ein paar Cent Unterschied pro Jahr. Und das kann man eigentlich nach unserer Vorstellung, unserer Forderung zur nächsten Rentenanpassung schon machen. Die Rentenversicherung braucht ein bisschen für die Übergangszeit, weil sie halt die Konten neu berechnen muss. Aber das geht ja heutzutage auch relativ flott. Worauf man achten muss, ist, dass natürlich die Rentenansprüche, die in der Vergangenheit angesammelt worden sind, nicht verändert werden. Das heißt also, jemand, der jetzt in Rente ist, sollte nicht weniger Rente kriegen. Und wer bis jetzt Rentenansprüche angesammelt hat, die sollten auch nicht reduziert werden, das ist keine Frage. Aber für die Zukunft, finde ich, sollte für gleichen Lohn in Ost und West es auch die gleichen Rentenansprüche geben. Und mittlerweile ist das so, dass es durchaus große Teile im Osten gibt, insbesondere die Besserverdienenden, die genauso viel verdienen im Westen. Im unteren Einkommensbereich sieht das teilweise noch anders aus. Da sind auch die Gewerkschaften gefragt, die Arbeitgeber auch. Und da ist es dann wichtig, sowas wie einen einheitlichen Mindestlohn zu machen. Und was die Rente angeht, halt ein Mindestniveau, was auch in Ost und West dann gleich hoch ist. Also Sie sehen das, was die Gewerkschaften jetzt fordern, diesen Mindestlohn als Teil der Lösung? Mindestlohn ist ganz unbedingt notwendig, weil es dazu führt, dass halt das in beiden Teilen, Staaten hätte ich jetzt beinahe gesagt, aus Rentenversicherungssicht, beiden Teilen des Landes halt auch tatsächlich zumindest im unteren Bereich gleiche Löhne gezahlt werden. Und insgesamt ist ein Mindestlohn wichtig, um das Lohnniveau insgesamt nicht abrutschen zu lassen. Mindestlohn ist keine Lösung gegen Altersarmut, also zumindest keine alleinige Lösung, weil auch mit 10 Euro Mindestlohn braucht man über 45 Jahre, um eine Rente über dem Grundsicherungsniveau zu kriegen bei Vollzeittätigkeit. Teilzeiterwerbstätigkeitsphasen muss man auch mit berücksichtigen, unterbrochene Erwerbsbiografien. Die Selbstständigen, die wir eben hatten, haben von dem Mindestlohn auch nichts. Es ist ja so, Rente mit 67, also man hofft ja auch immer, dass man dann auch die Altersgrenze erreicht und möglichst lange und gesund die Rente bezieht. Aber es gibt immer Menschen, die es eben nicht in die Altersrente schaffen. Ich habe mir jetzt mal eine aktuelle Statistik der Deutschen Rentenversicherung besorgt. Danach war es im Jahr 2010 so, dass 23,8% der Versicherten eine Rente wegen Erwerbsminderung bezogen. Und von diesen 23,8% sind es 45,6%, die diese Rente wegen Erwerbsminderung aufgrund einer psychischen Störung bekommen. Wenn man das Pech hat, nicht mehr gesund zu sein, dass man so schwer krank ist, dass man eine Erwerbsminderungsrente braucht, reicht dann da die gesetzliche Rentenversicherung aus? Sieht im Moment so aus, dass es nicht der Fall ist. Also ein großer Teil der Menschen, die jetzt Grundsicherung beziehen,
bekommen Grundsicherung aufgrund von Erwerbsminderung. Mhm. Auch das Rentenniveau ist sehr, sehr gering bei Erwerbsminderung. Da muss man definitiv nochmal nachbessern. Da hat die von der Leyen ja auch einen Vorschlag gemacht, der allerdings völlig unzureichend ist, weil sie sagt, die sogenannten Zurechnungszeiten sollen jetzt in dem Maße, wie die Regelaltersgrenze bei der Rente mit 67 ansteigt, auch ansteigen. Mhm. Das ist eine notwendige Maßnahme, um da die Lücke zu schließen. Eine wirklich starke Verbesserung ist das nicht. Die Zurechnungszeiten ist eine Stellschraube, an der man drehen kann. Mhm. Die müsste sehr viel schneller ansteigen. Ein weiterer Punkt, an dem man überlegen muss, ist, wie diese Zurechnungszeiten bewertet werden. Da könnte man sich überlegen, ob man die besseren Jahre der Erwerbstätigkeit zum Beispiel nimmt oder einen Teil der Erwerbsjahre rausnimmt, weil üblicherweise ist das ja so, dass das Arbeitseinkommen ansteigt. Ja. Wenn jemand erstmal als junger Mensch geringes Einkommen hatte, dann normal verdient hat und dann wird der Mensch erwerbsunfähig, dann wird der Durchschnitt aus den gesamten Zeiten gebildet. Mhm. Man hat dadurch eine Verzerrung nach unten. Mhm. Das wäre eine weitere Stellschraube, an der man drehen könnte. Ein Punkt, über den heftig diskutiert wird politisch, auch juristisch, ist die Frage der Abschläge bei Erwerbsminderung. Mhm. Das ist insofern nicht ganz so einfach zu beantworten, weil auf der einen Seite kann man sehr deutlich sagen, Erwerbsminderung sucht sich niemand aus. Wieso gibt es denn da Abschläge? Auf der anderen Seite ist es so, wenn es keine Abschläge gäbe, würden viele Menschen, die früh in Rente wollen, erstmal gucken, ob man nicht über die Erwerbsminderung da reinkommt. Meines Erachtens müsste man da noch einen Mittelweg finden. Konkreten Vorschlag haben wir da aber auch noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass man an diesen Stellschrauben nochmal nachdenken müsste, um das Niveau der Erwerbsminderungsrenten insgesamt ein bisschen höher zu bringen. Weil in der Tat ist das jetzt nicht mehr armutsfest und für eine Lebensstandardsicherung reichen die Erwerbsminderungsrenten erst recht nicht. Die Garantierente, die wir vorschlagen, würde auch für Erwerbsminderung gelten, um da zumindest das untere Niveau abzusichern. Aber wie gesagt, für den Lebensstandard sollte auch noch Geld vorhanden sein. Wir haben im Vorfeld dieses Interviews hatten wir einen Aufruf an unsere Zuschauer gemacht. Sie sollten sich per YouTube-Video oder per E-Mail melden, damit wir eben die Fragen direkt an Sie richten können. Eine E-Mail ist eingegangen von Alexander Nabert. Er fragt, Sie sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Soll die Rente in Ihrer Version langsam ersetzt werden, bis es keine Rentenansprüche mehr gibt, sodass Grundeinkommen eine Grundrente oder auch Einheitsrente wird und Betriebsrente sowie private Versorgung an Bedeutung gewinnt? Also das hatten wir jetzt noch gar nicht, aber der Alexander Nabert sieht das sehr richtig. Ich bin ein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, also dass jeder Mensch nicht nur im Alter, sondern überhaupt ein Mindesteinkommen kriegt, ein Grundeinkommen, was der Staat für alle auszahlt. Bei der Rente ist das ein bisschen knifflig. Wenn wir jetzt die gesetzliche Rentenversicherung nicht hätten, würde ich sicherlich da auch sagen, sollte jeder so eine Grundrente bekommen und man müsste zusätzlich noch eine beitragsorientierte Rente draufpacken, dann hätte man eine Sockelrente, so heißt das im technischen Jargon. Solche Vorschläge gibt es auch. Zum Beispiel gibt es ein interessantes Modell von 5 katholischen Verbänden in Deutschland, die so ein Sockelrentenmodell fordern. In Skandinavien gibt es teilweise noch diese Sockelrentenmodelle. Problem daran ist, vom jetzigen System dahin zu kommen. Und da braucht es lange Übergangszeiten von 30 bis 40 Jahren. Deswegen würde ich für die Rente nicht dafür plädieren, sondern so eine Sockelrente zu machen, sondern gehe da den Weg über diese Garantierente, was aber im Endeffekt, was hinten rauskommt bei den Leuten, das Gleiche ist. Also meine Zielvorstellung ist, dass jeder Mensch mindestens diese Garantierente kriegt und dadurch hat man quasi so eine Art Grundeinkommen für alle, weil Rente, wenn sie ausreichend ist, ist ja auch eine Art Grundeinkommen. Mhm. Und da muss man halt die, bei denen es zu gering ist, das aufstocken. Das wird man möglicherweise nicht auf einen Schlag hinbekommen. Mhm. Ich hatte das vorhin bei der Garantierente gesagt, dass wir als Grüne andenken, dass jemand, der 30 Versicherungsjahre hat, eine Garantierente bekommt, die existenzsichernd ist. Das ist aus zwei Gründen. Das eine ist aus finanziellen Gründen. Wenn man eine Garantierente für alle machen würde, wäre das relativ teuer. Deswegen wäre für mich so ein 30-30-Modell ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber es gibt noch ein weiteres
Problem, wenn man sich die Statistiken der Rentenversicherung anguckt, dann stellt man fest, dass Renten und Einkommen nicht unbedingt nur positiv miteinander korreliert sind. Also sprich, je höher die Rente ist, umso höher ist das Gesamteinkommen. Mhm. Das gilt für Renten ab 400 oder 500 Euro. Dann ist es klar, je mehr Rente jemand hat, desto mehr Einkommen ist auch da. Aber bei den Kleinstrenten ist das häufig so, dass da das Einkommen höher ist. Mhm. Also wenn man sich die Statistik anguckt, dann hat man so einen U-förmigen Verlauf und diejenigen mit geringer Rente haben höheres Einkommen. Mhm. Liegt daran, dass bei denen die Rente nicht das Haupteinkommen ist und die häufig noch andere Altersversorgungseinkommen haben, zum Beispiel Beamte waren oder Politiker und dann halt noch eine kleine Rente zusätzlich haben. Deswegen ist da die Rente alleine kein guter Maßstab. Nichtsdestotrotz habe ich die Langfristperspektive, dass im Alter jeder ein Mindesteinkommen kriegen sollte. Und auch da ist also sozusagen der Grundeinkommensgedanke bei mir mit im Kopf. Okay. Herr Strengmann-Kuhn, ich bedanke mich für das Interview für rentenfernsehen.de und möchte Sie, liebe Zuschauer, auffordern, zu kommentieren. Nutzen Sie hier die Kommentarfunktion von YouTube, schreiben Sie eine E-Mail mit Ihren Statements an post@rentenfernsehen.de und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen hier auf rentenfernsehen.de.